Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul bei Sparen mit Barbara. Ich habe meine Wocheneinkäufe mittlerweile fertig und habe wieder sehr gut eingekauft. Ich habe das relativ teure Eifelwasser diese Woche mitgenommen. Also ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, ich selbst trinke Leitungswasser und Früchtetee als Durstgetränk, aber für meinen Sohn und wenn Besuch kommt, die bekommen natürlich richtiges Mineralwasser. Und ihr habt es ja vielleicht in den Nachrichten gehört, es ist in einigen Supermärkten kommt es zu Engpässen und so war das auch bei uns. Ich kaufe das prinzipiell zwar ganz gern, das Eifelwasser für 3,99 auf dem Kasten, aber normalerweise immer nur, wenn es im Sonderangebot ist für 2,99. Allerdings waren alle anderen günstigeren Varianten ausverkauft, sodass ich doch dieses regionale zum Regulärpreis genommen habe. Wie gesagt, der Kasten 3,99. Dann war ich eben beim Netto und ich wollte mache normalerweise den Food Haul immer samstags, nachdem ich vom Netto zurück bin. Aber ich hatte so einen Hunger, so dass ich schon zwei von diesen fünf Weizenbrötchen gegessen hatte. Das war das Sonderangebot, fünf Weizenbrötchen für 50 Cent. Dann gab es ja bei der Edeka diese Woche die Barilla-Nudeln für 69 Cent auf 500 Gramm im Angebot. Da habe ich einmal diese Gemmeli-Nudeln genommen. Die nehme ich am liebsten für Mac and Cheese. Also Mac ist eigentlich für Macaroni, aber ich finde, die nehmen diese Käsesoße immer so schön auf. Dann habe ich nochmal diese Spaghetti hier mitgenommen. Das sind so ultra dünne und die sind in 3 Minuten fertig. Ne? Wenn es mal wirklich, wenn man mal eine ganz schnelle Carbonara oder so machen möchte, hat man wirklich in 20 Minuten ein Essen fertig. Dann habe ich nicht gut eingekauft. Da habe ich mich ein bisschen geärgert. Ich habe diese Lasagneplatten für 1,49 zum Regulärpreis gekauft und nächste Woche sind Lasagneplatten für 99 Cent im Angebot. Normalerweise habe ich die Sachen immer auf Vorrat, habe aber wohl nicht aufgepasst, beziehungsweise wir haben auch relativ viel Lasagne gegessen in letzter Zeit. Hätte ich jetzt noch ein paar Tage gewartet, hätte ich es so günstiger bekommen. Ich nehme die jetzt nächste Woche trotzdem mit und dann bin ich wieder ganz gut ausgestattet und werde das nächste Angebot bestimmt nicht verpassen. Ja, also die sind bis 2021 haltbar. Das ist jetzt auch nicht schlimm, wenn ich da zwei oder drei Packungen auf Vorrat habe. Ebenfalls angeknabbert ist die Gurke, die habe ich vorhin bei Rewe mitgenommen für 35 Cent. Wollte ich eigentlich bei Netto mitnehmen. Da hat es auch 35 gekostet. Dann vom Rewe ein Bund Buntmöhren für 88 Cent. Von Edeka hier so ein Stück Bio-Ingwer für 16 Cent. Und ich denke, ich mache aus den Möhrchen und dem Ingwer nächste Woche eine Karotten-Ingwer-Suppe. Bei Edeka gab es weiße Pfirsiche und weiße Nektarinen im Angebot. Da habe ich jeweils 4 Stück mitgenommen. Ich weiß jetzt nicht mehr den Kilopreis, aber die haben also einmal 4 Stück haben 97 und die anderen 1,07 Euro gekostet. Also pro Stück ungefähr 25 Cent. Dann hatte ich wieder Glück und habe die reduzierten Bananen bekommen. Da sind auch schon einige weg. Das waren 1,5 Kilo für 1 Euro. Und was ich normalerweise im Sommer auch nicht kaufe, sondern nur im Herbst, Winter, sind Äpfel. Aber die hatten auch 1 Kilo Äpfel für 1 Euro. Und da habe ich mich natürlich gefreut. Das wisst ihr ja bestimmt, so Äpfel, die stoßen so ein Reifegas aus. Und die Pfirsiche und die Nektarinen, die waren relativ hart. Das heißt, ich habe die Äpfel und die Nektarinen in meinem Obst- und Gemüsefach zusammengepackt, sodass die jetzt schon ein bisschen weicher sind. Also die Äpfel, die beschleunigen den Reifungsprozess. Ich hätte jetzt die Äpfel nicht mit den Bananen zusammengetan, weil die schon sehr reif sind. Ne? Also ich trenne das immer, das reife und nicht so reife Obst. Ja, dann habe ich mit Payback-Punkten bei der DM-Drogerie eingekauft. Und zwar 4 Flaschen passierte Biotomaten für nix. Also ich habe mit Payback-Punkten bezahlt. Das hätte normalerweise 4,20 € gekostet, aber mich hat es jetzt gar nichts gekostet. Und aus einem Glas, das sind 690 Gramm, das reicht bei mir normalerweise für 6 Portionen. Das heißt, ich mache jetzt zum Beispiel aus dem ersten Drittel 2 Portionen Bolognese, dann aus dem nächsten Drittel, weiß ich nicht, eine Lasagne und aus dem letzten Drittel eine Tomatensauce oder Chili con Carne. Und also so eine knappe Woche hält sich das im Kühlschrank. Ich gefriere aber die Reste ansonsten immer portionsweise ein, sodass nichts schlecht wird. Dann bei Netto habe ich gerade den Samstagskracher mitgenommen. Das waren 500 Gramm Heidelbeeren für 2,99 €. Und auf dem Biobauernhof war ich diese Woche auch wieder. Da hatte ich Glück. Da gab es meine geliebte nicht homogenisierte regionale Biomilch für 1,44 €. Also ich finde das ganz toll. Das ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Nicht homogenisiert heißt, da sind noch so Sahneklumpen drin. Und ja, das ist halt einfach ein super, finde ich, ein super toller Geschmack, wenn er so einen Sahneklumpen im Müsli erwischt. Dann ein Päckchen Butter für 3,39 €, eben auch schon angeknabbert, auch sehr lecker. Also nicht angeknabbert, mit dem Messer natürlich, mit einem sauberen Messer ordnungsgemäß zerstückelt.
dann einen Quark und eine Dickmilch aus hofeigener Herstellung. Da fehlt auch schon die Hälfte. Ich hatte meinen Wochenplan ein bisschen umgeschmissen und hatte Frankfurter grüne Soße gemacht. Das macht man zwar normalerweise mit Schmand oder saurer Sahne oder Crème fraîche, aber ich finde, mit diesem super fetten Quark, der hat 40% Fett, kann man das auch wunderbar machen. Ich hatte ein paar Eier, die verbraucht werden mussten, und ja, da war das sehr lecker. Dann hatte ich Glück, bei Edeka gab es einen reduzierten Crème fraîche für 45 Cent. Und auf dem Biobauernhof habe ich wieder 6 Eier von glücklichen Hühnern mitgenommen, das Stück für 54 Cent. Dann gab es bei Edeka reduzierten Joghurt im Mehrwegglas, 75 Cent für 500 Gramm. Eigentlich wollte ich so ein Glas bei Rewe mitnehmen, da war das diese Woche im Angebot für 88 Cent, aber 75 Cent oder 70 Cent hier für den Schokojoghurt ist dann natürlich nochmal ein besserer Preis. Dann habe ich einmal Gummikäse mitgenommen bei Netto, der ist auch ewig haltbar bis November. Also das sind diese künstlich industriell hergestellten Schmelzkäsescheiben, aber die halten sich eben sehr lange, und ich habe ein paar Rezepte, da braucht man einfach diesen Schmelzkäse dafür. Ja, ich mag den. Dann, das habe ich jetzt für ein Experiment eingekauft, also Experiment ist jetzt übertrieben, und zwar, ich habe vor, irgendwann auch mal auszutesten, wie denn die Kosten sind, wenn man eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hat oder sich vegan ernähren will. Also von vegan, muss ich sagen, bin ich normalerweise überhaupt kein Fan davon, weil ich auch die, also nicht, dass ich was gegen Tierschutz habe, aber ich weiß nicht, ob die veganen Alternativen unbedingt so viel umweltfreundlicher sind. Wenn ich überlege, das Soja ist wahrscheinlich, kommt irgendwo aus Kanada, dann kommt es nicht im Mehrweg. Aber wie gesagt, ich möchte einfach mal kostentechnisch ermitteln. Das ganze Zeugs hier, das ist auch haltbar bis nächstes Jahr. Also es ist jetzt ein Jahr haltbar, ungefähr bis 12.07.2019. Ich habe einmal einen Haferdrink Natur mitgenommen bei Netto für 1,19 Euro. Soja Naturell Drink für 95 und den Schokodrink aus Soja auch für 95 Cent. Also soweit ich weiß, schmeckt das Zeug ganz gut. Nur wie gesagt, ich denke mir, das ist ja auch irgendwo, ist das ja ein Industrieprodukt, und so wie ich das sehe, nicht unbedingt gesünder. Aber wie gesagt, ich möchte einfach mal die Kosten ermitteln und ja, vielleicht in einem halben Jahr mal so eine Nahrungsmittelunverträglichkeitsserie machen. So, bei Edeka gab es diese Woche die Big Pizza für 1,99 im Angebot, und ich hatte auch Glück und habe noch ein paar reduzierte Artikel bekommen, und zwar diesen Eckenjoghurt für jeweils 15 Cent und, was schon gegessen ist, diese super natürliche Monsterbacke für 35 Cent. Also mein Sohn, der tauscht da das B durch ein K aus, ist halt wie gesagt Industrieprodukt, aber mit Knister und Himbeeraroma. Darf das auch ab und zu mal sein. Dann gab es, also eigentlich wollte ich bei der Norma diese Schoketten für 55 Cent mitnehmen, bin aber jetzt nicht zur Norma gekommen, habe dann stattdessen bei Netto eine Rittersport Alpenmilch für 59 Cent mitgenommen und eine extra gute Schokolade, und zwar die Lindt Excellence für 1,49 Probierpreis. Also ist für eine Lindt-Schokolade ein ganz guter Preis. Dann eine Packung Müsli-Riegel für 89 Cent, auch von Netto. Ich habe ganz gern so Müsli-Riegel, einfach immer eine Packung zu Hause. Manchmal brauche ich so einen schnellen Energiekick, und da ist das ja noch eine relativ vernünftige Alternative. Ist natürlich auch viel Zucker drin, aber ja, oder manchmal habe ich keinen Appetit auf Frühstück, aber so eine halbe Banane und Müsli-Riegel geht dann doch, und dann ist man für die nächsten 2 Stunden fit. Mein Sohn hat sich Capri-Sonne gewünscht. Also Capri-Sonne ist sowas, das kaufe ich normalerweise auch nicht. Aber ja, wenn der sich das jetzt so als Jugendlicher nochmal so in die Kindheit, so eine Kindheitserinnerung wecken möchte, ist das natürlich okay. Macht viel Müll, und es ist eigentlich kein Saft drin. Was ist das? Mehrfruchtsaftgetränk mit 12% Fruchtgehalt. Ne? Das hat jetzt im Angebot bei Rewe 2,49 gekostet für 2 Liter. Das ist auf 1 Liter, ist es 1,25 €, und da sind nur 12% Frucht drin. Also eigentlich, ihr seid viel besser mit bedient, wenn ihr euch einen guten Saft aus 100% Frucht kauft. Aber wie gesagt, es ist halt, ja, ich kann es verstehen. Mich spricht das auch an. Ne? Schöne Verpackung und süß, schön zuckrig oder Zuckeraustauschstoff. Ja, wie gesagt, als Nascherei ist das okay, denke ich. Dann habe ich noch ein paar Non-Food-Produkte mitgenommen, und zwar ein Päckchen Colorwaschmittel bei Rossmann.
Jetzt muss ich sagen, ich habe vergessen, was das gekostet hat. Das steht wie immer auf den Kassenbons drauf, die ich auf Facebook hochlade. Den Link findet ihr unten. Ich glaube 2,49 oder 3,49, so um den Dreh rum. Dann habe ich natürlich noch die Rossmann-App. Dann geht vom Gesamtbetrag, gehen nochmal 10% ab. Und 16, also XXL-Packung Klopapier für 3,65. Dann seht ihr hier noch diesen vollkommen überteuerten Weichspüler. Der hat jetzt im Angebot, hätte 2,99 gekostet. Den habe ich jetzt nicht mit einberechnet in meine Wochenplanung, weil ich den Kassenzettel schon hochgeladen habe auf der Website von Comfort Plus. Ja, da kriegt man nämlich dann das Geld innerhalb der nächsten 6 Wochen rücküberwiesen. Ansonsten, wie gesagt, also ich hatte es ja schon bei meinen Einkaufstipps gesagt, würde ich nie so einen teuren Weichspüler kaufen, aber gratis nehme ich es natürlich gerne mit. Und bei DM habe ich mir das Kundenmagazin mitgenommen, das kostet gar nichts. Ne? Kann man sich auch mal wieder ein halbes Stündchen mit einem Kaffee schön zurücklehnen und entspannen. Also, ihr seht, ich habe sehr viel eingekauft, also für meine Verhältnisse sehr viel. Wieder recht abwechslungsreich. Biobauernhof ist immer der größte Posten. Das hat über 17 Euro allein auf dem Biobauernhof gekostet. Dann Gratiseinkauf bei der DM. Also passierte Tomaten, kostenneutral. Sehr viel frisches Obst und Gemüse. 1,5 Kilo Nudeln. Und ein Kasten, also qualitativ hochwertiges Wasser. Ich hatte ja noch einen kleinen Überschuss aus der vorletzten Woche. Ich bin ja letzte Woche mit 11 Euro plus in die Woche gestartet und habe nur 2,50 überzogen. Das heißt, ich hätte jetzt noch 8 Euro mehr zur Verfügung gehabt als regulär. Also 58 Euro war jetzt mein Budget für diese Woche. Ich war eben auch gespannt auf die Abrechnung. Ja, kleines Ratespiel. Glaubt ihr, ich bin mit dem Budget ausgekommen? Ist ja auch nicht schlimm, wenn ich mal eine Woche überziehe. Dann brauche ich wahrscheinlich in der nächsten Woche wieder weniger als 50 Euro für 2 Personen an Lebensbedarf. Aber es hat geklappt. Ich habe zwar die 50 Euro etwas überzogen, aber nicht mein Mischkalkulationsgesamtbudget. Ich habe für diese ganzen Sachen nur 51,79 € ausgegeben. Kassenzettel findet ihr, wie gesagt, auf der Facebook-Seite. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, das alles nochmal nachzurechnen. Den aktuellen Wochenplan lade ich sonntags hoch, dann könnt ihr sehen, was ich daraus zubereite. Ja, ich habe ja schon gesagt, es wird also wahrscheinlich eine Karotten-Ingwer-Suppe geben. Da gibt es dann noch, ich habe noch ein paar Sour Cream, Kartoffelchips in der Vorratskammer. Das gibt es dann statt Croutons, gibt es dann mal Chips dazu. Na, man hat halt hier die Vitaminchen und dann kann man die fettigen Chips dann guten Gewissens dazu nehmen. Dann habe ich geplant, eine Spinatlasagne zu machen. Ich habe noch Mozzarella im Kühlschrank. Muss mal schauen, ob ich noch Spinat eingefroren habe. Ansonsten nehme ich den Anfang der Woche bei Edeka mit. Ist ja jetzt schön, jetzt kann ich ja wieder alles mit dem Rad erledigen. Das sind die 2 Sachen, die jetzt schon fest auf dem Wochenplan draufstehen. Ach ja, dann Fajitas wollte ich noch machen. Da habe ich Zutaten noch eingefroren, beziehungsweise in der Vorratskammer. Und ja, 2 Gerichte fehlen noch. Da denke ich mir dann noch was aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Eure Sparbara.